Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe ja noch genügend Zeit, um direkt noch einen Part aufzunehmen. Also herzlich willkommen zurück bei Ratchet & Clank. A Crack in Time. Okay, der ist gespeichert. So. Wir haben uns in der letzten Folge eine Rüstung gekauft und war arschteuer. So. Oh ja. Ich möchte eigentlich dem Sony hinterher. Sony! Oh, wir brauchen, glaube ich, 30.000 für den... Oh, Mann! Ja, ich hätte extrem gerne... Ah. Ich hätte übrigens extrem gerne noch ein paar... Noch ein paar Dingensbummens. Ja, ich hätte extrem gerne die ganzen Rüstungen. Ich glaube, ich werde im Let's Play auch so lange spielen, bis ich diese scheiß letzte Rüstung habe, weil die sieht so geil aus. Hm, gucken wir mal. Hm. Hm. Proximity. Lass es mal dran. Ja, wir wollten hier rüber. So. Sehr praktisch. Kommen wir jetzt wieder hier hoch. Schon geil, was wir für so einen Shit können, ne? So. Da gab es zwar noch Bolts, aber die ignoriere ich jetzt mal. Oh, ihr habt da Gepäck stehen. Hoverbooting over everything in sight, like it's your own personal playground. Wow, wo ist denn der andere hin? You mean the criminal the authorities are looking for? He headed towards the spaceport, hoverbooting off these transports like a vandal. Weißt du über Pollux Industries? In the market for Zony technology, are you? Well, I'm afraid they've already signed an exclusive contract with someone else. A doctor, if I recall. Was ist das hier für ein Platz? You mean you don't even know where you are? This is Axiom City, home to the most intelligent life forms in the universe. We won Polaris's brainiest race competition 3000 years in a row. Toll. Und ja, ich kann hier auch hoverbooten. Lass den Typen in Ruhe. Bastis. Au. Genau deswegen ist der wunderbar. Level 4, mehr Damage und eine höhere Feuerrate. Ah, so will ich es haben hier.
gibt eine Mine. Mann, schon 33.000. Jeder Bolt wird genommen. So, da möchtest du also... So, wir nehmen alles mit jedem Koffer von euch. Weil Wertsachen sind immer gut. Nö, den Transport möchte ich gar nicht gerade. Was ist das jetzt? Wow. Just for the record. Ach, okay. Nö, ich möchte doch noch weiter hier bleiben. Und dann ist die Stadt echt cool. Diese über dem was auch immer Städte sind immer ganz geil. Sei fast so geil wie ich, aber hust, ne? So. Hallo. Another Lombat. Come back to vandalize more equipment? Mind your manners. Any super intelligent being can see that this is a different Lombax. My colleague is just upset about the rebel Azimuth destroying the terminal. The firefight triggered Axiom's defensive grid, and now the entire city's closed off. Maybe you can help. What's he gonna do? Fly over the grid and activate the reboot switches? Ah, I'd love to see that. Ach du, das ist kein Problem. Cause I got them Hoverboots. Mit dem Hoverboots ist dem gar nicht so schwer. Ach, Bolts sind doch schön. Bolts sind hier in-game für mich etwa so wie, keine Ahnung, wie irgendwas Gesundes eben. Ja, der Typ kann sich ja festhalten an Kanten, voll von Call of Duty geklaut. Ah, got it. Nein, nein, bloß da nicht runter, Haberboot, ne. Inkompetentes Stück Scheiße mit deinen Hoverboots, ne? Ja. Und da fragt man nicht, was das gerade war. So, war das jetzt so schwer? So. Sehr schön. Oh, so viel Bolts. Das endet doch nicht gut, wenn ich hier das mache. Oh, das ist eine Mörser-Einheit.
Wo auch immer ich jetzt einen Batteriebot brauche. Mr. Zircon Level 3. Gefällt mir. Oh, die Knarre. Oh, 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 oh. Oha, die machen ja massiv Schaden mit dem scheiß Mörser. Er macht krank Schaden. Ja, mal lange gehen hier. Nefarious and his troops. Let's see if I can activate this transport tube now that the lockdown's over. Here you go. This ought to take you right to Nurox Plaza. Transport tube activated. Good luck, Lombax. And thanks again for all your help. Lombax, lover. Oh, shut up. So, wo brauche ich denn hier einen Batteriebot? Muss doch einen Grund geben, warum es hier einen Batteriebot gibt. Ich nehme ihn mal mit. Ready to come in. I'm in position, but Pollux has raised security around the entire plaza. Pollux isn't a robot. Why would he help Nefarious? Probably for the same reason Vorsalon is. They use the clock for their own personal gain. Why do I get the feeling this clock does more than just tell time? Because it moves time as its caretaker sees fit, using a control room called the Orvis Chamber. Think of what Nefarious could do with the power to control time. I have to go. Call me as soon as you reach Nurox Plaza.
Merchant! I'm glad you're here! I could use a little help. Thank you, Lazarus. Pollux diverted all air traffic away from the building. We'll have to find another point of entry. Come, I have someone on the inside. Welcome to the Chromalnet Weapons Shop. Insider may be able to help us. Someone who works for Nefarious? Actually, he's a data miner at Pollux Industries. I saved him from becoming food for the Agorians. I'm here to cash in on that favor, Jarvis. We need a way inside Pollux Industries. I knew one day you'd dig me an accomplice to terrorism! I'll run a diagnostic on the security system. In the meantime, you better take cover. Another security team is closing in. Sync their positions to our nav units, and hurry up on that diagnostic!